Wir entwickeln uns in allen Bereichen weiter. Wir haben wunderbare KI, die bald uns allen das Hirn wegbläst. Aber warum müssen wir in unserer Begrifflichkeit oder den Ideen oder den Utopien dort stoppen, wenn es an Gesellschaftsordnung geht? Wir müssen ja nicht auf irgendetwas zurückgreifen, was es schon gab, was aus diversen unklaren Gründen gescheitert ist, sondern man könnte etwas Neues entwickeln. Ja, Jungs. Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Kurz vor der Europawahl gibt es eine weitere Spitzenkandidatin, die sich hier bei mir ja, präsentieren kann und das in einer gewissen Ausführlichkeit. Und über diese Person, mit der ich heute spreche, freue ich mich ganz besonders. Es ist nämlich Sibylle Berg. Schönen guten Tag erstmal. Schönen guten Mittag, Tag, Morgen, Ja, Abend, was auch immer. das ist egal. Wir haben zu jeder Tageszeit gute Laune. Bei Ihnen bin ich besonders gespannt, wohin uns das führt, denn ich habe einen Artikel gelesen über Sie in der Jungen Freiheit, wo Sie als rechte Rebellen Fragezeichen bezeichnet wurden. Sie seien li lange linientreue Linke gewesen und Corona habe Ihnen dann die Augen geöffnet. Ist das eine Formulierung, von der Sie sich abgeholt fühlen? Welche Augen? Ich habe keine Augen. Das ist ja, es hat wirklich sein Gutes, dass ich nie lese, was über mich geschrieben wird. Das ist richtig erstaunlich. Also Also bestimmt Rechte. Was sind Rechte? Also bin ich jetzt CDU, CSU oder bin ich schon AfD oder bin ich NPD? Was meinen die damit? Sie berufen, also die junge Freiheit beruft sich darauf, dass Sie gesagt haben, dass eine Diskursverengung stattgefunden hat und mittlerweile, Nein, das ist ja. ja gar nicht so. Das heißt, also Sie werden zitiert mit den Worten, wenn alles kritische Rechts ist, bringt das Menschen zum Schweigen. Und darauf beruft sich die junge Freiheit und bezeichnet sie allerdings auch mit Fragezeichen als rechte Rebellen. Aber da, Oh so wie mir das Gott, klingt, ist ja. das nicht so, von Sie sich abgeholt fühlen. Oder könnte man vielleicht sagen, es ist ein Quod erat Nee, demonstrandum? sagen wir mal so, dass ich mich von vielen Linken im Moment nicht mehr abgeholt fühle, weil also irgendwann war die Linke mal in der Opposition. War das nicht so? Also war das nicht mal auch die Aufgabe, irgendwie den Staat und seine Entscheidungen zu kritisieren, zu hinterfragen, zu beobachten? Das machen Linke ja nicht mehr so richtig. Und wenn man jetzt irgendwie die Aussage, dass eine Diskursverengung stattgefunden hat, weil sehr viel was, also fangen wir mal an, irgendwie ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist, wo ich das letzte Mal dachte, ja, meine Güte, das waren die Bauernproteste. Die Bauern für das, was ich über Landwirtschaft weiß, das ist jetzt nicht so viel wie ein richtiger, ordentlicher Bauer, aber ich habe dort gearbeitet und weiß ein bisschen, wie das bei kleineren Betrieben und mittleren Betrieben zugeht, dachte ich, coole Sache, fahrt mal Trecker. Das war dann sehr, sehr schnell wurde das zu einer rechten Bewegung, weil da einfach ein paar rechte Spacken mitgelaufen sind. Oder nicht rechte, man muss differenzieren. Wahrscheinlich sind da ein paar faschistoide Spacken mit demonstriert. Und ich dachte mal wieder, das ist sehr einfach. Du kannst wirklich alles im Keim ersticken, wenn du es als faschistoid framest, oder? Zumal ja So, das. das meinte ich damit. Und wenn jetzt diese Aussage auch schon wieder rechts ist, dann liege ich aus der Zeitraumkontinuumschleife. Das ist ja ein Muster, was man ja oft erlebt, dass sich dann gewisse Kräfte auf gewisse Protestbewegungen auch draufsetzen, auch wenn sie damit zum Beispiel gar nicht so viel zu tun haben, weil ja zum Beispiel die AfD sich ja auch für die Streichung von Subventionen stark macht. Insofern ist es ja eigentlich ironisch, das auf diese Art und Weise zu framen, weil ja eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich habe das mit wem habe ich das hin und her diskutiert? Ah, mit Herrn Nachtwey.
Da ging es darum, irgendwie genau um diese Frage. Also sollte man sich jetzt Demonstrationen und Protesten anschließen, wohl wissend, dass da auch ein paar faschistoide Menschen mitlatschen kann. Und ich bin der Meinung, ja, unbedingt, dann muss man einfach lauter sein. Also du kannst jetzt nicht irgendwie das Recht und die Pflicht des Protestes aufgeben, nur weil eventuell Nazis draufhocken könnten, oder? Und das ist wirklich für wahr schwierig, weil kannst du nur noch irgendwie ein kleines Plakat hochheben, wir sind gegen rechts. Aber es macht es schwierig. Ne? Nur ist der, sorry, dass meine Stimmung wieder mal weggekiekst ist, die Krankheit. Wir sagen es mal kurz an dieser Stelle. Ich bin nicht kettenrauchend, sondern erkältet. Also diese Taktik, Demonstrationen und Proteste zu vereinnahmen, die gibt es ja nicht erst seit der AfD. Also das ist ein bekanntes Muster. Und ja, wahrscheinlich muss man da irgendwelche guten Werkzeuge entwickeln. Und vermutlich hat die junge Freiheit den Arsch offen. Ja, diese Werkzeuge sind ja interessant. Das erleben wir ja sehr häufig, auch zum Beispiel, wenn es um die Rezeption geht von Kunstwerken mittlerweile. Da ist es ja häufig so, so erlebe ich das zumindest, dass dort teilweise dem Künstler sein Publikum vorgeworfen wird, obwohl er sich dieses ja nur so bedingt aussuchen kann. Denn wenn man etwas der Öffentlichkeit preisgibt, dann gehört es ja der Öffentlichkeit. Wie könnten solche Werkzeuge aussehen? Braucht man die überhaupt oder kann man einfach sagen, das ist mir völlig egal, ich bin nicht hier, weil ich mich irgendwie Rechten anlehnen will, sondern ich bin hier aus Überzeugung und wenn die auch da sind, dann sind sie halt da, aber sie interessieren mich nicht. Ich glaube, es ist komplizierter. Ich denke, das führt jetzt wieder zur Diskursverengung, die wirklich zum der Polarisierung der Bevölkerung geschuldet ist, die zum einen, glaube ich, durch jetzt konsequent 10 Jahre soziale Medien und Aufmerksamkeitsdiebstahl und schnelle Meinung kontra irgendwelcher Fakten entstanden ist. Aber natürlich sind auch die Medien nicht ganz unschuldig, weil auch irgendwie die klassischen Medien mitunter so einen Drang zur wie sagt man dem jetzt? Plattformisierung irgendwie auf den Leim gehen. Also es ist ja da auch irgendwie sehr oft so, dass das polarisiert wird oder Polarisierung in Kauf genommen wird für die Klickzahlen oder die Einschaltquoten. Und das alles hat wirklich der Gesellschaft oder den Gesellschaften nicht gut getan. Ich weiß nicht, man muss wirklich irgendwie an der Basis anfangen, wirklich wieder den Diskurs oder die Diskussion oder den Zusammenhalt der Bevölkerung zu stärken. Und das ist schwierig, weil wir ja im kapitalistischen System einfach den Wettkampf gelernt haben. Und da kannst du nur einen geben. Und zwar bist du das. Also du bist es wahrscheinlich nicht und ich auch nicht. Aber das hat man gelernt und das hat zu einer sehr großen Entsolidarisierung geführt. Ja, gerade durch die sozialen Medien gibt es ja auch diese Kapitalisierung der Meinung, dass eben also die einzelne Position verkauft werden kann und dass man sich vor allem umgeben kann mit Leuten, die die gleiche Position haben, indem man sich eben seine Followerliste entsprechend zusammenstellt. Und wenn ich möchte, könnte ich mir zwei verschiedene Twitter-Accounts erstellen und ich abonniere mit jedem Twitter-Account unterschiedliche Leute und ich Neue bekomme zwei. Freunde. Ja, und ich bekomme zwei komplett unterschiedliche Welten dargeboten. Also es ist wirklich, ich habe das mal ausprobiert, das ist der absolute Wahnsinn. Aber wie kommt man denn da raus? Macht man das, indem man Quotenregelungen einführt? Wie könnte man denn den Diskurs wieder Quote. stärken? Oh meine Güte, das ist Also eine jeder, wirklich der einen eine. AfD-Account abonniert, muss zum Ausgleich auch Gregor Nein, Gysi abonnieren. vielleicht. Also es ist wirklich eine ganz fundamentale gesellschaftliche Aufgabe, die, glaube ich, noch nicht so ganz durchgesickert ist. Ich glaube, eine sehr große Verantwortlichkeit käme den Medien zu. Ich habe ganz, ganz blödes Beispiel. Ich habe gerade wieder irgendwas ganz Großartiges, oh Gott, Schnarch, Schnarch in Arte gesehen oder auf Arte. Da ging es irgendwie um Slow Tech und irgendein junger Mann fuhr so mit einem Schiff rum und besuchte Slow Tech überall in der Welt.
Anyway, ich dachte, es gibt auf dieser Welt 8 Milliarden schlaue Menschen oder 20 Milliarden schlaue Menschen oder Sie wissen, was ich meine. Es gibt ganz viele Menschen, die sich mit Lösungen beschäftigen, die wirklich für die Demokratie, für Technik, für die Energie, für alles gibt es ganz großartige Ansätze, von denen man auf irgendwelchen Spartensendern erfährt oder wenn man wirklich gezielt danach sucht und in der Wissenschaft sucht. Und in der großen ARD gibt es dann Hart, aber fair mit Maria Agnes Genau, Strack-Zimmermann und Toni genau. Hofreiter. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mir ein bisschen reden helfen, weil Sie merken, das geht schwierig. Genau, also statt dass ich jetzt die Tageszeitung öffne und auf der ersten Seite sehe ich Frau Strack-Zimmermann oder den Ukraine-Krieg oder einen anderen Krieg oder noch einen Krieg oder wir müssen aufrüsten, ja, das ist doch großartig. Man macht die erste Seite auf und sagt, hurra, dieses kleine Unternehmen in Belgien hat die Idee, wie man aus Mizellen irgendwie Baustoffe erstellen kann und Beton ersetzen kann. Also Sie verstehen, was ich meine, oder? Es wäre wirklich eine ganz große Aufgabe der Medien, über positive Sachen zu berichten. Das heißt nicht, dass wir die negativen verschweigen müssen, aber vielleicht nicht nur. Und das kommt dann dahin, dass es garantiert sehr viele gute Medienerzeugnisse gibt. Nur sind die meisten hinter Bezahlschranken verschwunden. Dass kein Mensch heute irgendwie in Zeiten galoppierender Inflation löst 10 Abos für irgendeine Tageszeitung oder einen Artikel, den er mal lesen möchte. Also das fängt, so wird es irgendwie in meiner gerechten Welt beginnen. Medienerzeugnisse müssen umsonst sein. Die würde ich wie Kultur und Theater einfach sponsern, mit sehr guten Verträgen, die die Unabhängigkeit gewährleisten, freie Medien für alle. Dann bleibt es auch aus, dass die Menschen dann einfach so umsonst Gratiszeitungen lesen, wo Schund drin steht, nicht nur. Sorry, ihr Tageszeitung, ihr umsonst. Aber so, das wäre mal ein Anfang, fang dort, oh Gott, rede ich irre? Rede ich Nee, wie das Fieber, das in mir wohnt? Nein, ich finde das alles sehr nachvollziehbar. Ich finde das aber auch sehr spannend, was Sie sagen. Dieses Mit in Betracht ziehen des Positiven, das klingt ja fast so ein bisschen, das klingt ja fast hoffnungsvoll. Geht es da erstmal darum, das Erregungspotenzial ein bisschen abzusenken? Ich würde sagen, also dass es wäre ganz, ganz wichtig, die Menschen aus ihrer Angstschleife rauszuholen. Also man ist jetzt wirklich mit Angst aufgeladen. Oh, junge Freiheit, ich komme wieder seit der Corona-Zeit, wo wir alle kollektiv Angst hatten. Erstmal vor einem Virus, vom Sterben, vom Krankwerden, vom Sterben und Krankwerden von lieben Personen. Dann hatten wir oder gewisse Teile hatten Angst vor der Impfung. Alle hatten Angst, oder? Es ist niemandem richtig gelungen, diese Angst ernst zu nehmen, habe ich das Gefühl. Und zwar alle Seiten, alle Variationen von Angst. Jetzt Angst im Sinne von, also Angst ernst nehmen im Sinne von, ich erkenne, dass das eine Angst ist, aber ich weiß auch, Ja. dass Angst ein irrationaler Mechanismus ist. Ja, aber es ist ernst zu nehmen. Also so wie alle Gefühle ernst zu nehmen sind, weil sie sind da, sie fühlen sich real an. Und dann kannst du nicht irgendwie Menschen als Idioten bezeichnen und verdammen und in Lager sperren wollen oder was da alles kam, sondern kommuniziere anders mit ihnen. Du hast es mit Angstkranken zu tun auf allen Seiten. Egal, ob sie jetzt irgendwie sich vor dem Virus fürchten, vor der Regierung fürchten, vor Panzern fürchten oder man muss es ernst nehmen. Man muss es Und ernst nehmen, dann. aber man darf es ja auch nicht zu mehr machen, als es ist, oder? Also man darf es ja nicht bestimmen lassen, oder? Weil sonst landen wir ja wieder da, wo wir jetzt aktuell sind, dass wir uns mit erhitzten Gemütern alle gegenseitig auf die Füße treten und anschreien. Nee, einfach eine Entschärfung des Diskurses wäre sehr gut gewesen, so wie von Seiten der politischen Kommunikation als auch der medialen. Das wäre ja ganz großartig, das erfolgte ja gar nicht. Und es geht ja ein bisschen so weiter. Also das muss jetzt nicht alle Krisen aufzählen, die dann folgten, irgendwie von Nahostkrise über Ukraine-Krise, Krieg, Aufrüstung, Inflation. Das hatten wir noch alles, ich habe es vergessen. Aber es ist eigentlich eine Dauerbewirtschaftung des Angstzentrums. Und das macht natürlich
Menschen oder eine Bevölkerung extrem nicht offen für andere Argumente, für friedliche Diskussionen und Debatten. Und ich glaube, das wäre mal ein Anfang dort, oder? Jetzt haben Sie ja sich dazu entschieden, diese Spitzenkandidatur für die Partei anzutreten. Und Sie haben dazu einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr spannend fand. Sie haben gesagt, die Zeit ist zu ernst, um den geschützten Raum der Kunst nicht einmal probehalber zu verlassen. Nun ist ja die Partei in ihrem Wesen ein größtenteils auch eher satirisch veranlagtes Projekt. Ist es also wirklich ein Verlassen dieses Kunstraums oder ist es ein Verlagern der Kunst in ein anderes Umfeld? Also ändert sich die Bühne oder ändert sich tatsächlich die Herangehensweise? Es ist ein bisschen von allem und doch zugleich nichts. Also ich glaube, das ist jetzt auch bekannt, das habe ich schon gesagt, wie es zu dieser Kandidatur kam. Das war einfach, dass Martin Sonneborn und ich uns kennen und dann gemeinsam Tourbooker haben. Und dass ich in der Recherche zu meinem letzten Buch RCE von ihm Details über die EU wissen wollte, die er mir auch gegeben hat. Und dann habe ich seine Bücher gelesen und fing an, seinen Kanal zu abonnieren und dachte, boah, der Mann arbeitet ja richtig. Das ist ja erstaunlich, weil ich auch so ein bisschen das Vorurteil hatte, dass in der EU so Menschen ein bisschen abgeschoben werden, die dann wahrscheinlich dort rumsitzen und Spesen verdonnern. Und also so kam erstmal irgendwie die Freude über diese Person, Herr Sonneborn, der wirklich einen großartigen Job macht. Und er fragte mich dann irgendwann, ob ich nicht Lust hätte, auch zu kandidieren. Das fand ich sehr bizarr und sehr lustig. Und es war aber irgendwie ernst gemeint. Ich habe also zwischen der Entscheidung, das zu tun, irgendwie lagen Wochen und zwei Besuche in Straßburg und noch mehr lesen und noch mehr Fragen. Und dann dachte ich, ich finde das Buch. Und zwar nicht, um jetzt aufzuhören, Bücher zu schreiben, aber mit den Büchern habe ich das Gefühl, ich komme gerade für mich nicht weiter. Also so die politische Arbeit oder der Aktivismus hat sich eigentlich in den letzten Jahren verstärkt. Also ich bin, glaube ich, jetzt bald 9 Jahre Datenschutzaktivistin und in der Schweiz habe ich viel irgendwie für Randgruppen gemacht, gegen Armut gemacht und so weiter. Und ich dachte jetzt mal, es ist einfach mal in der Zeit, etwas anderes auszuprobieren, ob ich woanders mehr erreichen oder mehr informieren kann. Ja, also So. das letzte Buch, Remote Code Execution, war ja praktisch, es wurde in der Presse öfter bezeichnet als Anleitung zur Revolution. Und das war jetzt auch eben die Sache, die ich mich gefragt habe. Geht es jetzt hier um eine immanente Dekonstruktion oder geht es halt wirklich um den Versuch, irgendwie so ein bisschen kleine Signale reinzusenden, um den Karren so ein bisschen in eine neue Richtung zu lenken? Ich glaube, das ist wie alle Menschen, die so Weltrettung betreiben oder meinen, sie können irgendwas verändern, verbessern. Das sind ja wirklich nur sehr minimale Sachen, die man tun kann. Die Alternative dazu ist, es gar nicht zu tun. Und dass ich so minimal irgendwas verändern könnte, daran möchte ich gerne glauben, weil sonst wird das Leben sehr traurig. Es geht eigentlich nicht, also ich habe auch ein wenig die Nase voll oder genug vom Aufzeigen dessen, was nicht läuft. Weil das bei den Recherchen zu den letzten Büchern habe ich halt mich sehr darauf fokussiert, zu lesen, zu lesen, zu lesen. Zum einen irgendwie, was gibt es an Kapitalismuskritik? Was ist mit dem Kolonialismus? Was ist mit der Energie? Was ist mit allem? Und ich habe gelernt, eigentlich in allen Bereichen läuft es sehr, sehr schief, ob wir Bildung nehmen oder ob wir die Pflege nehmen. Das wissen Sie jetzt auch. Ich muss das nicht wiederholen. Wo die Bücher oder Vorträge oder die Gespräche mit Wissenschaftlerinnen immer endeten, war eigentlich bei dem Punkt, und was jetzt? Also es gibt eigentlich sehr wenige Bücher oder Wissenschaftlerinnen, die sich mit einer
sagen wir mal, zum Beispiel postkapitalistischen Gesellschaft auseinandersetzen. Das, ich glaube, ich nur ein Buch dazu gelesen. Die anderen haben so auf den letzten 10 Seiten immer so unbeholfen irgendwie eine Aussicht. Ja, wie könnte das denn sein? Es gibt, ich glaube, Herr Pietsch oder wie heißt der Mann? Es gibt so einen, der mit der Sharing-Gesellschaft so einen Versuch gemacht hat, irgendwie, wie könnte eine Gesellschaft sein, wo die Menschen nicht gerade übermorgen aussterben und die Welt nicht untergeht im Klimakollaps. Das war jetzt nicht so mein Modell, was da geschildert wurde. Irgendwie wir teilen alles und leben in Kommunen und haben uns alle gern. Das Liegt war das so ein da, liegt bisschen. das daran, dass vielleicht in dem gesamten Bereich die Hoffnung so gering ist, weil sich dieses System mittlerweile auch so in unseren Köpfen festgesetzt hat? Wir haben ja vorhin auch kurz dieses kapitalistische Denken angerissen. Gibt es, also ist es einfach, lässt sich das irgendwie noch rauskriegen, dieser Wettbewerbsgedanke und dieses Kämpferische und dieses Ich verteidige mein Territorium und möchte unbedingt irgendwie, dass dieser amerikanische Traum sich auch für mich bewahrheitet? Das, was mich zum Beispiel gewundert hat, dass jetzt zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl gerade unter jungen Leuten sehr viele Leute die FDP gewählt haben, was wahrscheinlich mit der Hoffnung verbunden ist, irgendwann in die Klientel davon tatsächlich aufzusteigen. Aber kriegt man diese Denke irgendwie wieder raus? Also kann man das therapieren? Na, ich glaube wirklich, deswegen kam ich im letzten Buch dann zu einem Systemneustart. Also das ganze Buch beschäftigte sich ja damit, wie kriegt man eine friedliche Revolution hin? Fiel mir einfach wirklich die Tech-Branche ein oder die IT oder die Hacking-Welt, womit man es hinkriegen könnte. Also wenn man das Buch nachcodet, hat man das System weg. Ich glaube, dass du im bestehenden System immer nur kleine Pflaster drauf, auf Probleme kleben kannst. Weil das System in sich hat eben einfach diesen Fehler des unbegrenzten Wachstums, das nicht aufgehen kann. Und ich glaube, solange wir das haben und solange Geld die einzige Größe ist oder die wichtigste Größe, solange das Leben absurd unbezahlbar wird, wie jetzt Mieten in fast allen Städten, Krankenpflegekosten. Also solange kriegt man diesen Wettbewerbsgedanken aus den Menschen nicht raus. Das ist ja auch etwas, was förmlich absurd ist. Also das ist ja teilweise in anderen Ländern noch schlimmer als in den europäischen, dass man sich das Kranksein leisten können muss, ist ja wirklich an Absurdität gar nicht zu überbieten. Jetzt sagen Sie, man kann im System nur so kleine Pflaster da immer draufkleben. Jetzt kandidieren Sie ja für eine Position Kleine innerhalb dieses Systems. Pflasterposition. Ja, Pflasterposition, ich ja. bin ja auch ich bin ja nicht im Widerstand oder diese Revolution hat leider nicht stattgefunden und ich allein kann sie dann doch nicht herbeihacken. Also muss man so weitergucken, wie kannst du vernünftig arbeiten? Also wie kann man doch irgendwas Minimales tun, in der Hoffnung, dass sich doch irgendwas ändert oder dass eine Bewegung wächst oder ein Bewusstsein wächst. Weil ich glaube auch wirklich, dass viele Menschen gar keine Alternativlösung wüssten, außer, du sagst irgendwie, Kapitalismus hat jetzt so ein paar Schwachstellen und die werden nicht geflickt, sondern die werden größer. Kommt eine wahnsinnige anerzogene Angst vor Kommunismus. Aber die Kommunisten, aber der Stalin, Ja, aber vor da. allem Sozialismus ist Darum, Sozialismus auch mal so. Bist du etwa Sozialist? Das kommt also, sofort, immer wenn man das anspricht, wirklich wie so affektiv eigentlich. ja, kann man auch verstehen, weil irgendwie alle Versuche, eine andere Gesellschaftsform aufzubauen, wurde ja torpediert. Also das ist ja nicht von sich alleine gescheitert oder aus sich gescheitert jetzt, sondern es war ja ein bisschen gewollt, wenn man so die kommunistische Zeit in Italien nimmt, die sehr kurz irgendwie sehr zum Vorteil vieler war. Da war es dann irgendwie Herr Dals, der dann irgendwie interveniert hat und dann es wurden dann einfach die Rechten oder die nationalistischen Parteien gestärkt und gepusht und zack, bumm, war das Experiment Kommunismus beendet. Die Angst der Menschen vor
einem anderen System als dem alternativlosen, so wurde das ja auch immer genannt, der alternativlose Kapitalismus, ist natürlich, steht auf wackeligen Füßen. Außerdem denke ich, wir entwickeln uns in allen Bereichen weiter. Wir haben wunderbare KI, die bald uns allen das Hirn wegbläst. Aber warum müssen wir in unserer Begrifflichkeit oder den Ideen oder den Utopien dort stoppen, wenn es an Gesellschaftsordnung geht? Also wir müssen ja nicht auf irgendetwas zurückgreifen, was es schon gab, was aus diversen unklaren Gründen gescheitert ist, sondern man könnte etwas Neues entwickeln. Ja, was? Ja, das sehe ich ähnlich. Ich fand aber interessant, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben gesagt, also die Versuche von Kommunismus und Sozialismus sind nicht zwangsläufig aus sich heraus gescheitert, sondern wurden zum Scheitern gebracht. Würden Sie sagen, dass das für die DDR, Teilweise. ich wollte gerade fragen, würde das für die DDR auch gelten? Ich denke, in der DDR war das war nie ein ernsthafter Versuch. Also bin da noch nicht geboren, war noch nicht auf der Welt, als es anfing. Die DDR scheiterte, wie zum Beispiel auch die russische Revolution, daran, dass es dann wieder eine Elite gab, oder? Es gab ja auch in der DDR eine kleine machthabende Elite und hat sich was mit der Macht des Volkes, sondern es war dann wieder in der DDR sagte man Bonzen dazu. Es ist wieder am Menschen gescheitert. Also Das das. ist ein interessanter Punkt. Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ja, natürlich, es bildete sich wieder diese Elite und dadurch entstanden Brüche. Brüche und Unzufriedenheit und die Elite will dann ja immer auch ihre Elitenpositionen behalten und fängt an, das Volk zu überwachen, ob jetzt mit technischen Mitteln oder ohne. So, das ist, glaube ich, der Fehler, den man, wenn man eine kommende Gesellschaftsordnung entwerfen wollte, von vornherein ausschließen muss. Jetzt ist es ja auch so, dass Sie sich mit Ihren Positionen auch durchaus nicht an Ihrer eigenen Klientel orientieren, sondern eigentlich immer relativ gut drauf waren auf viele Sachen. Eine Sache, die mich sehr gefreut hat, bei Ihnen zu lesen, dass Sie sich sehr auch über linken Antisemitismus aufgeregt haben. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder was hochkommt. Jetzt aktuell war ja auf Instagram, haben wir das in den letzten Tagen gesehen. Jeder und seine Großmutter postete dieses Sharepic, dieses von KI generierte Sharepic, All Eyes on Rafah. Teilweise Leute, die noch nie zuvor in diesem gesamten Nahost-Thema auch nur ein einziges Wort von sich gegeben haben dazu. Wie blicken Sie darauf? Also erstmal ist es ja eine sehr einfache Art, sich irgendwie einzubringen. Es ist zu einfach, zum einen, zum anderen, du kannst Diskussionen über einen Krieg oder einen Staat, in dem du noch nie warst, nicht in den sozialen Medien führen. Das ist aber was passiert. Also, bezieht sich ja jetzt nicht auf Antisemitismus und auf den Gaza-Israel-Konflikt, sondern generell geht es ja nur noch um Fußballmannschaften zu wählen. Und jeder möchte irgendwie auf der richtigen Seite, der Seite der Guten sein, weil vermutlich denkt er oder sie dann würde irgendwie das Elend ihn oder sie verschonen. Ich Ja. weiß nicht, warum man das will. Ich weiß nicht, was es für ein Kick gibt, irgendwie dieser Schauer des Wohlfühlens, wenn man irgendwie auf der richtigen Seite steht. Was ist denn die richtige Seite? Das impliziert ja, es gäbe Ja und Nein und Zumal ja in es. einem Krieg bringt es einem ja erst recht nichts, weil wenn man sagt, ich bin aber auf der richtigen Seite des Krieges, geht es ja trotzdem darum, die falsche Seite praktisch zu besiegen. Zumal irgendwie, wenn der Krieg irgendwie 1.000 Kilometer entfernt stattfindet und zumal, wenn viele andere Kriege dir am Arsch vorbeigehen. Das ist so das eine, was mich beelendet. Das andere ist wirklich, dass es auch gar nicht mehr um wirkliche Anteilnahme mit Opfern auf beiden Seiten geht, sondern wirklich nur um dieses Recht haben, um den Kick. Und ich habe bei vielen dieser Demonstrationen oder Unibesetzung das Gefühl, da entlädt sich eine andere Wut.
Also so, da entlädt sich irgendwas anders, ein gesehen werden wollen, eine Angst, eine Panik, die jetzt endlich ein Ventil hat. Und am Ende, wenn man es verkürzt, ist es natürlich alle Anteilnahme für die palästinensische Bevölkerung. Aber die Anteilnahme mit den israelischen Opfern war wirklich so schnell vorbei. Das fand ich elend. Und natürlich ist Protest oder Anteilnahme per se überhaupt nicht antisemitisch, aber das, was in Folge dann passierte, wie das Hakenkreuze geschmiert werden, dass Slogans gebrüllt werden, die wirklich die Auslöschung des Landes fordern, das kann ich beim besten Willen nur mit Judenhass deuten. Oder mit einer totalen Sorglosigkeit, mit der in Kauf genommen wird, dass jüdische Menschen in ganz Europa oder weltweit jetzt wieder Angst haben und kein Land mehr, in das sie flüchten könnten, theoretisch. So, und das macht mich ein bisschen fertig, dass alles zu so einem Fußballspiel verkommt. Also alle Diskussionen verkürzt, bumm, wir sind jetzt dafür, dagegen und wir gucken nicht, was das auch für Folgen hat, was wir tun. Ja, das ist ja eben zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Ukraine-Krieg sprechen, da hört man dann immer so, ja, Russland ist der Aggressor und die russischen Soldaten vergewaltigen Ukrainer und da wird täglich angegriffen, was ja auch alles stimmt. Aber die Konsequenz daraus ist nicht, wir möchten jetzt bitte schnellstmöglich, dass dieser Krieg beendet wird, sondern die Konsequenz ist, Russland muss deshalb besiegt werden militärisch. Ja, Und das ist ja das. so einfach nicht zu machen, besonders wenn du so ein kleines Land bist wie die Ukraine. Es ist dasselbe. Also alles, was also schließen wir mal den Gaza-Konflikt kurz ab. Was ich auch schrecklich fand, ist zum Beispiel der Boykott von Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen. Weil das sind wirklich die versuchen seit Ewigkeiten, also die eine Mehrheit der israelischen Bevölkerung vor dem 7. Oktober war am permanenten Demonstrieren gegen diese faschistoide Regierung. Die wissen schon selber irgendwie, dass sie in der Scheiße sitzen. Viele, die ich dort kenne, oder das ist, glaube ich, auch die Hälfte Minimum der Bevölkerung, wünscht sich irgendwie eine friedliche Lösung mit den Palästinensern. Das wird so, wenn wir von Kolonialismus reden, dann braucht es jetzt nicht die westlichen Länder, die den israelischen Demokraten erklären, was sie zu wollen haben und was falsch läuft. Das wissen die schon. Also ich Generell ist es finde ja so, dass man, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber hm. generell ist es ja so, dass man dann im deutschen Diskurs darüber sehr oft Sachen hört. Hier, Entschuldigung, hier piept gerade eine Kaffeemaschine, die sich reinigt. Ich hoffe, das ist nicht zu hören, wie die hier sich in ihrem Putzvorgang ergeht. Aber so, man hört ja gerade so im Ich deutschen Diskurs dann oft dieses Ding von so, ja, da muss es die Zwei-Staaten-Lösung geben. Nun ist aber weder im Interesse von Israel noch im Interesse von Palästina eben diese Zwei-Staaten-Lösung. Ja, das glaube ich auch, die Kräfte, die dahinter stehen. Also das ist alles so furchtbar kompliziert. Wer finanziert hier wen und worum geht es eigentlich neben dieser schauderhaften Regierung, die es gerade hat? Dass ich denke, irgendwie, das ist, ich würde mich da scheuen, jetzt eine Meinung so laut, außer meiner Solidarität mit irgendwie Zivilisten, die sich wirklich nicht zu Schulden haben kommen lassen auf beiden Seiten. Da jetzt irgendwie so fundierte Meinungen zu schwingen, finde ich schwierig. Also. Das ist ja auch, das kommt ja noch dazu, dass ja eben auch parallel gleichzeitig Israel jeden Tag weiterhin bombardiert wird, was dann oft auch einfach nicht erwähnt wird, weil das Leid auf der einen Seite subjektiv größer eingeschätzt wird, was ja okay ist, aber dass es eben beidseitig weiterhin diese kriegerischen Aktionen gibt, fällt häufig so ein bisschen unter den Tisch. Ja, das ist schon lange so. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde von der israelischen Regierung, sollen wir weitermachen, würde ich sagen, sofort aufhören, seid ihr wahnsinnig. Also das Bombardierung von diesem Zeltlager wie jetzt gerade oder wirklich die Menschen dort hin und her jagen,
Das ist schrecklich. Das führt zu überhaupt nichts, wie Kriege allgemein zu nichts führen. Aber Oder ist denn dann würde jetzt. die israelische Regierung sagen, ja, aber die haben ja weiterhin die Geisel, die lassen sie auch nicht frei, wir müssen ja irgendwas machen. Naja, am Ende sind dann alle tot. Das ist ein Riesengewinn. Also ich meine, im Moment sterben irgendwie Zivilisten auf palästinensischer Seite. Es sterben aber auch, was ich auch eine ganz, ganz komische Debatte immer finde. Es sterben junge Menschen, die bei der Armee sind und jetzt nicht nur in Israel, sondern gehen wir jetzt zur Ukraine und Russland weiter. Also es handelt sich ja bei den Menschen, die in der Armee sind, größtenteils um Kinder, die mit der Schule fertig sind und die zum Armeedienst müssen, es sei denn, sie wandern in den Bunker. Also das ist ja, wir haben ja Wehrpflicht in Israel. Ich glaube, in der Ukraine haben sie jetzt auch Wehrpflicht, in Russland haben sie Wehrpflicht und wir Das wollen war ja sie wieder jetzt ein. kürzlich, genau, das war ja kürzlich die Debatte, dass jetzt teilweise geflohene ukrainische Männer potenziell wieder zurückgerufen werden können, die natürlich genau deshalb geflohen sind, weil sie das eben nicht wollten. Ja, wer will denn gerne freiwillig sterben, wenn er jung ist? Und für was? Das sind ja alles Konflikte, die irgendwann vergessen sein werden und dann geht die Zeit weiter und das Leben weiter, nur einfach ohne diese jungen Menschen. Und ich finde es sehr, sehr komisch, wie jetzt einfach ausschließlich Waffen zu fordern, die im Endeffekt dazu dienen, junge Menschen zu töten, natürlich auch Zivilisten zu töten, aber vornehmlich sterben irgendwie junge Männer. Warum soll man die jetzt ausrotten? Man könnte es ja zur Gartenarbeit verwenden. Ja, ich finde das sowieso ein merkwürdiges Konzept, so rein philosophisch zu sagen, ich gebe mein junges Leben und meine Lebenskraft und vielleicht sogar tatsächlich mein Leben einem Land. Das ist ja sowas, also ein Land, das ist ja nichts Greifbares. Was ist ein Land? Und wer bin ich, dieses Land, also oder für dieses Land mich hergeben zu müssen? Aber im Grunde genommen reden wir ja nur darüber auf diese Art und Weise. So, ja, das ist nicht der Soldat, der im Schützengraben liegt und angeschossen ist und vielleicht seinen besten Freund verloren hat, sondern das ist Russland und das ist die Ukraine. Genau, und das, oder es sind, also wie das nur ab und zu mal auf den sozialen Medien auffiel, irgendwie, als so Videos auftauchten, mal wieder, ich glaube, das waren jetzt die letzten Videos von jungen Frauen, die in Geiselhaft sind. Da kommen dann Einträge, die sagen, ja, das sind ja Soldatinnen. What the fuck? Also, gibt man sein Menschsein ab, indem man einberufen wird und vielleicht jetzt nicht als Wehrdienstverweigerin oder ins Gefängnis gehen möchte. Also sehr, sehr seltsam. Ich finde auch da so, wir waren vorhin bei dem Punkt, irgendwie können wir uns denn kein anderes Gesellschaftssystem vorstellen. Sind wir jetzt bei dem Punkt, kann sich die Menschheit 2024 nichts anderes als Kriege vorstellen. Und diskutieren wir jetzt wirklich wieder über eine Wehrpflicht? Also es war dann auch neulich die Rede, irgendwie Wehrpflicht für Frauen, hat irgendeiner zur Diskussion gestellt, dessen Namen ich leider vergessen habe. Wo ich dachte, ja, Gleichberechtigung toll, aber sollten wir nicht aufmachen und dann Wehrpflicht für Kinder oder schwangere Frauen oder vielleicht auch für kranke Menschen? Ja, für Also, Tote. dass es uns nicht gelungen ist, statt einer Europa-Armee und einer Wehrpflicht darüber zu reden, wäre es nicht sinnvoller, junge Menschen nach Beendigung der Schulzeit treffen sich weltweit mit anderen jungen Menschen in großen, großen Ferienlagern und bekommen ein Jahr lang Unterricht in Diplomatie, in Völkerverständigung. Man macht Freundschaften, man minimiert das Risiko, den anderen als Feind zu sehen oder einfach als anderen zu sehen. Das finde ich So, das wäre ein. doch mal eine hübsche Maßnahme, aber Ja. Wahrscheinlich, also so die Gegenargumente sind ja gerade immer, das ist naiv und aus dem Elfenbeinturm heraus, ja, wo denn sonst soll ich im Schützengraben liegen und mir solche Gedanken machen?
Ja. Irgendeiner muss es ja tun. Ja, und das ist ja so, Utopien dürfen das ja auch genau sein. Ich finde das immer so ein bisschen verlogen, einer Utopie vorzuwerfen, dass sie dann ein bisschen, dass sie naiv ist. Die Idee der Utopie ist ja, dass sie eine positive Zukunftsvision ist. Das darf es ja dann in diesem Fall auch einfach mal sein. Aber ich finde das einen sehr, sehr spannenden Punkt. Es ist ja einfach wirklich so, dass auf diese Diplomatie viel zu wenig geachtet wird, wie wichtig die ist, dass sie auch stattgefunden hat im Ukraine-Krieg vor allem. Da hat es das ja gegeben, genau diese Bemühungen relativ am Anfang, kurz nach Ausbruch bereits irgendwie da einen Vertrag hinzukriegen, der auch in Rückzug auf die Vorkriegsgrenzen bedeutet so. Und was ja aktuell passiert ist, ist, dass das mit jedem Tag unwahrscheinlicher wird, dass es nochmal eine Einigung gibt, die so, ja, diesen Kompromiss ist ja halt wirklich auch der Ukraine gewisse Punkte zugesteht. Das wird ja mit jedem Tag, wird ja die Verhandlungsposition der Ukraine auch schlechter. Das ist Ja, ja das Problem, und was viele auch, nicht sehen. Russland hat jetzt Kriegswirtschaft, denen ist das egal. ja, vor allen Dingen, mit jedem Tag länger wird es auch, wächst auch der Hass auf beiden Seiten. Also je mehr russische Familien ihre kleinen Soldatenjungs verlieren, je mehr Zivilisten und Soldaten auf der ukrainischen Seite sterben, umso schwieriger, das sehen wir ja im Israel-Palästina-Konflikt, wo sich über Jahre lang so viel Hass angesammelt hat, dass man sich nur denkt, das braucht jetzt minimal eine Generation, wenn nicht gar zwei, bis das geheilt ist oder geheilt werden wird. So, und das ist jetzt hier genauso. Also da wächst ja auch Hass neben all den Verlusten und dem Elend. Und da kommen wir wieder zu dem Diskurs, dem Verengten. Wieder eine rechte Aussage von mir. Du hast wirklich das Gefühl, es ist sehr, sehr schwierig, sogar heute irgendwie pazifistische Ideen zu haben. Das ist sehr merkwürdig. Also es kommt wirklich reflexartig dann, ja, aber die Ukrainer, wo ich immer denke, ja, aber die Afghanen, ja, aber die Somalier, ja, aber alle Kriege und Konflikte auf der Welt. Kann Gut, das es ja wird ja. nicht losgelöst betrachten, nur weil die Menschen uns jetzt ähneln. Ja, Das also ist es wird ja auch immer dann gleich so unterstellt, so ist, dass der ausgedrückte Wunsch nach einer diplomatischen Lösung und eines baldigen Friedens immer zwangsläufig hinausläuft auf eine Kapitulation der Ukraine, was ja gar nicht zwangsläufig gegeben sein muss. Verhandlungen sind ja keine Kapitulation, so, sondern das ist ein Kompromiss, den man aushandelt. ich habe auch dazu zu wenig Ahnung, dass ich da jetzt irgendwie einen wirklich umsetzbaren diplomatischen Vorschlag ausarbeiten könnte. Aber ich habe das auch nicht gelernt. Das gibt ja Menschen, die haben das studiert. Ich finde es einfach seltsam, dass das, wo wir sonst immer von demokratischen Prozessen und Diskursen und Austausch und allem reden, dass das hier so völlig außen vor gelassen wird. Das ist sofort heißt, ja, aber mit Putin reden, mit Hitler reden, alles ein Punkt. Aber wie lange will man warten, das zu versuchen? Also bis 50 Millionen tot sind oder verstehe das nicht Also richtig. zumal wie es ja jetzt gerade läuft, ist ja lange Zeit so gewesen, dass eine Art Zermürbungskrieg aufrechterhalten wurde, dass man die Ukraine immer gerade so ausgerüstet hat, dass sie sich so halbwegs über Wasser halten konnte. Und jetzt ist es ja so, dass wir jetzt auch darüber sprechen, dass auch im russischen Luftraum Ziele angegriffen werden dürfen mit westlichen Waffen. Und da entwickeln wir uns ja genau in die Richtung. So, wenn es wirklich darum geht, okay, es muss jetzt hier einer ganz klar als Gewinner und einer ganz klar als Verlierer rausgehen, dann müssen halt, wenn Russland der Verlierer sein soll, NATO-Truppen da irgendwie hin oder mit NATO-Waffen Russland angegriffen werden. Ob das eine Situation ist, die man haben möchte, darf jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich fand es sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben gesprochen über demokratische Prozesse und demokratische Meinungsbildung und so weiter. Eine Idee, die Sie ja auch formuliert haben, zusammen mit Herrn Sonneborn, war das Losverfahren für den EU-Dienst. Also die Bürger werden ausgelost für den EU-Dienst, was ja praktisch eine Demokratisierung genau dieser Prozesse bedeuten würde, weil im Moment ist es ja so, es gibt das Europäische Parlament, das kann aber keine Gesetze einbringen, das wird alle 5 Jahre gewählt und die Big Bosses sitzen eigentlich in der Kommission und so weiter und wer da so drin landet, da hat am Ende der Einzelne wenig Einfluss drüber. Wenn er es hätte, wäre es nicht Ursula von der Leyen. Vermutlich nicht oder vielleicht doch, aber das wäre dann demokratisch entschieden.
dieses Losverfahren, was ist denn toll daran? Das Losverfahren. Auch da entschuldigen Sie mein Gedächtnis, was normalerweise ist wie ein wirklich perfekter Algorithmus, aber ich habe halt wirklich ein bisschen Fieber. Es gibt über diese Losdemokratie, hat auch jemand geforscht und ein Buch geschrieben, was ich gelesen habe. Ein Weg zur wirklich direkten Demokratie, nicht, wäre ja das eben, wie gesagt, dass man wie am Schöffengericht Menschen, die dafür in Frage kommen, weil sie das Alter haben und jetzt vielleicht nicht mehrfach vorbestrafte Mörder sind, in ein Losverfahren gibt, das wirklich die Bevölkerung dazu verdonnert, irgendwie 4 Jahre lang zu regieren. Das fände ich ganz, ganz großartig, ganz zwingend. Es Also würde ja die teilweise nicht mal einen Kompetenzverlust bedeuten, so wenn ich mir das richtig, gelegentlich mal richtig. anschaue. Also das, ja, und vor allen Dingen hättest du ja genügend Menschen, auch quer durch alle Berufsgruppen, Altersgruppen, Geschlechter, dass dann schon ein paar Schlaue dabei sein werden. Die anderen müssen das halt lernen, oder? So wie, glaube ich, jeder, der neu in ein politisches Amt kommt, auch lernen muss, was das eigentlich bedeutet und was heißen wirklich demokratische Prozesse und das heißt ja nicht Recht haben, oder? Aber ich glaube, dann würde auch schlagartig, dass die Unzufriedenheit mit den Regierungen irgendwie verschwinden, weil die Regierung bist du. Oder, ne? Ja. Aber kann man sich dann wirklich davor auch sichern, dass der Einzelne dann nicht vielleicht doch korrumpierbar ist? Ja, also das darf, da müsste man einfach wirklich diesen Lobbyismus abschaffen. Das ist ja, also du kannst ja wissenschaftliche Beraterinnen haben oder Fachberaterinnen, die genauso irgendwie, ich würde die rotieren lassen, irgendwie alle 4 Jahre hat es ein neues Gremium aus Beraterinnen, irgendwie aus allen Fachbereichen. Und Lobbys gibt es nicht mehr. Leider, leider abgeschafft. Ja, das ist sehr bedauerlich, insbesondere für einige Damen und Herren. Nun ist es aber so, jetzt sagt natürlich jeder dann sofort, ja, wieso? Das ist doch eigentlich gar nicht mal so doof, sich vielleicht auch dann mit Konzernen hinzusetzen, die das ja am Ende alles bauen. Das bauen ja am Ende nicht die Wissenschaftler alle zusammen. Also die Wissenschaftler bauen uns ja jetzt nicht 20.000 Autos oder so, sondern das machen ja die Konzerne. Und dann ist es ja gut, sich mit denen hinzusetzen, weil wir wollen ja die Autos haben. Ja, wollen wir die Autos wirklich haben? Ich nicht, aber Der viele wollen die Autos haben. so fängt's mal an, oder? Also ist das wirklich ein Bedürfnis, was es gibt, irgendwie permanent ein neues Auto zu haben? Oder ist das angelernt? Haben wir das gelernt, dass wir ein Auto haben wollen müssen? Also ich rede jetzt nicht von der schlechten Infrastruktur in ländlichen Gebieten. Die müsste man als erstes mal richtig gut ausbauen. Sie merken irgendwie, es hat eigentlich keine einfachen Antworten auf gar nichts, weil es alles sehr viel schichtiger ist, wie die ganze Welt hat und ist und vielschichtig Ja, es und geht kompliziert ist. ja eigentlich, Schade also eigentlich, ja, es ne? ist schade, aber wenn ich unser Gespräch bis hierhin so rekapituliere, dann habe ich so das Gefühl, was so das Thema ist, was sich so durchzieht, ist ja eine über die teilweise Jahrhunderte sich erstreckende Manipulation der Bevölkerung durch das System, was ja eigentlich absurd ist, weil das System ist ja eigentlich durch die Menschen geschaffen worden. Aber dass wir eben das so drin haben, dass eben wir ein Auto haben wollen, obwohl es ja eigentlich primär ein Statussymbol ist und wir uns auch aufs Fahrrad setzen könnten, auch im ländlichen Raum oder in die Bahn, die vielleicht nicht unbedingt im ländlichen Raum, aber generell schon. Und dieses, so ja, aber der Einzelne, der viel arbeitet, der darf doch dafür auch viel Geld bekommen, aber gleichzeitig eben ignorieren, dass die Reichsten Naja, der Reichen eben nicht ja. durch Arbeit reich sind, sondern dadurch, dass sie ihr Geld für sich arbeiten lassen. Naja, oder dass einfach wirklich Pflegepersonal in zig Schichten arbeitet bis an die Erschöpfungsgrenze oder junge Ja. Ärzte oder überhaupt Ärzte, die einen Bruchteil des Gehaltes von Menschen kriegen, die eigentlich außer Kapital nichts generieren, oder? Also, Genau. so, ich weiß gar nicht, ob Manipulation das richtige Wort ist. Natürlich gibt es in der Geschichte des Kapitalismus ganz nachweislich den Einfluss von Propaganda und PR oder Propagandaagenturen
Das kann man auch alles hübsch nachlesen und studieren. Aber ich kann nicht beantworten, ob wirklich alles irgendwie die Manipulation durch zum Beispiel amerikanische Filme, wo dann uns klar gezeigt wird, wir wollen ein Auto und ein Häuschen und der Mann geht arbeiten, die Frau hat einen neuen Backherd und Weihnachten hocken alle zusammen und essen tote Tiere. Also ob das genügt oder ob so eine gewisse Gier und Grenzenlosigkeit systemimmanent in der menschlichen DNA verankert ist, das weiß ich nicht. Ist es Keine vielleicht Ahnung. auch, also was man ja dann auch manchmal hört, hat das vielleicht auch was mit einem tierischen Aspekt zu tun? Also dass da, dass dieses eben so, also dass ja der praktisch der Darwinismus irgendwie dann auch noch in uns verankert ist, also das Recht des Stärkeren und die kleinen Tiere werden von den größeren gefressen und alles hat aber irgendwie einen Kreis, und dafür pinkelt dann das größere Tier an den Baum, dann wächst der besser und dann können da die kleinen Tiere von fressen. Also ist es das auch? Also ist das was Tierisches oder Ich habe sind. keine Ahnung. Also, ich finde das auch irgendwie eine gute Sache. Wir sollten viel öfter sagen, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe Vermutungen. Die Vermutung wäre, dass man Menschen wirklich, oder fangen wir mal bei Kindern an, die ja auch Menschen sind, einfach ein bisschen kleiner. Man könnte Kinder auch nichts zu einem Wettbewerb erziehen. Also was ja bei Kindern auch schon anfängt, wo man nicht weiß, ist es drin in den Kindern, fördern wir jetzt mit dieser Wahl des fittesten Kindes in die Sportgruppe nur das, was eh da ist, oder fördern wir irgendwas, was man gar nicht fördern müsste? Also es gibt ja ganz tolle Versuche jetzt mit was eine Universitätsschule gibt es, wo die völlig ohne Zensuren und ohne Wettbewerb arbeitet. Die Kinder suchen sich die Fächer aus, die sie interessieren. Es gibt keine festen Klassen mehr. Die Lehrer oder Lehrerinnen heißen Lernbegleiterinnen. Und die haben sensationelle Erfolge. Die Kinder lernen unglaublich gerne. Wir werden überrannt mit Anmeldungen. Und ich glaube, so könnte man mal anfangen, irgendwie den Versuch zu wagen, sind Menschen wirklich so doof, wie sie einem vorkommen, inklusive man selber? Oder werden sie doof gemacht? Oder werden sie doof gemacht oder beides? Aber jetzt, das ist ja wieder das, da kommen wir ja wieder bei diesem ursprünglichen Problem an. Jetzt kann man da sagen, ja, das ist ja wieder eine naive Utopie, weil dafür brauchst du ja das Personal. Das Personal musst du ausbilden, das musst du Und irgendwie die musst du anlegen, bezahlen. musst du bezahlen. Das ist ja immer das ganz Blöde. Das machen die Leute ja besonders ungern, ausbilden gerne, aber bezahlen ist ja dann nochmal eine Spur was anderes. Also auch da sind wir ja dann wieder so an diesem Punkt, so das muss doch möglich sein. Also wie kann es denn sein, dass es uns nicht gelingt, Leute, die Kinder erziehen, ordentlich zu bezahlen? Naja, ich glaube, so, jetzt komme ich wieder mit diesem furchtbaren Wort System. Das System belohnt ja eher Menschen, die sich gut anpassen und die innerhalb des Systems funktionieren und an das System glauben. Nun ist es ja Also. aber interessanterweise so, dass eigentlich so ziemlich alle großen Innovationen, die auch honoriert worden sind in den letzten Jahrzehnten, alle Entwicklungen im Grunde genommen am Ende des Tages in den meisten Fällen den Menschen eher etwas Schlechtes als was Gutes bereitet haben. Wie D'accord. passt denn das zusammen? Jetzt verlassen wir die Kinder, die man gut ausbilden könnte, und springen zum Plattformfeudalismus. Ist das richtig? Ich denke schon. okay. Also es fängt mal so an, dass die meisten Tech-Milliardäre oder Plattform-Heinis, Elon und Peter Thiel und wie heißt der andere, Bill Gates, dass die ja keine großen Erfinder sind, sondern dass die Geschäftsleute sind, die sehr gut in Aneignung und Skrupellosigkeit sind. Also keiner von denen hat eine Erfindung gemacht, sondern sie haben sich Erfindungen anderer angeeignet. Und ich glaube, da fängt es an. Es sind nicht irgendwie liebevolle Frickler, also vielleicht gibt es auch welche, ich wüsste jetzt eigentlich, mir fällt keiner ein, sondern es sind Geschäftsleute, die groß rauskommen mit Google-Schmuggel, was auch immer.
Und da ist nicht die Weltrettung impliziert, sondern einfach der größtmögliche Profit. So wie das ja auch bei all diesen Überwachungstool ist, wo ich immer nicht weiß, ist das Stand die Absicht der Überwachung am Anfang oder die Profitgier. Ich glaube immer die Profitgier und dann merkte man, oh, das kann man ja toll benutzen, um die Bevölkerung systematisch zu dokumentieren und zu überwachen. Und ich glaube, da das System jetzt belohnt eben einfach weniger Innovationen in irgendeinem kreativen Bereich, sondern einzig die Kreativität, Geld zu machen auf Kosten anderer. Wenn wir das jetzt überwinden wollen, um halt eben zum Beispiel auch sowas zu bewerkstelligen, wie dieses System, was wir besprochen haben, dass es auch eben in der Schule nicht darum geht, eine gewisse numerisch bemessbare Leistung zu erbringen, sondern die eigenen Stärken zu erkennen und frei fördern zu dürfen. Was machen wir mit denen, die keine Stärken haben? Erstens das, obwohl ich davon überzeugt bin, dass es niemanden gibt, der keine Stärke hat. Und zweitens, diese Revolution muss ja irgendwie im Kopf anfangen. Wie hat die bei Ihnen angefangen? Eigentlich über Jahre, Jahre, Jahre oder schon immer. Also ich vermute, dass ich irgendwie aus der Position eines leichten Außenseiters auf die Gesellschaft geguckt habe und oder die Gesellschaft betrachtet habe und mich in ihr und wirklich vielleicht nie in dem, was so als Leben vorgezeichnet wird, eine Heimat gefunden habe. Oder ich glaube, so das ist mal ganz platt psychologisch irgendwie der Ausgangspunkt. Und ich weiß nicht, in der ganzen Arbeit, die ich seit 30 Jahren mache oder so, ging es eigentlich immer darum oder mir darum rauszufinden, warum sind Menschen unglücklich? Also klingt ein bisschen doof oder klingt das Nö, ich finde nachvollziehbar? find das total Also ich. nachvollziehbar. Das ist ja eigentlich der Kern der gesamten Kunst. Also Literatur, glückliche Menschen schreiben ja keine Bücher, weil wozu? Ist doch alles gut. Also Ja, wahrscheinlich. warum dann andere Signale in die Welt senden? Also ein Buch, in dem drin steht, alles ist schön, alle sind glücklich, alle Ah, hüpfen über Blumenwiesen, so. das geht auch. Die Ja, aber es ist keine, es verkaufen macht. sich auch wie geschnitten Brot. Es Ja, aber ist. es ist doch irgendwie auch spannender, sich da mit Konflikten auseinanderzusetzen. Ja, also Und es ist anyway, menschlicher. vielleicht ist das war immer der Antrieb irgendwie ein übergroßes Mitgefühl. Also, dass ich schwer ertrage, dass Menschen leiden. Dass sie abgeschoben werden, dass sie einsam sind, traurig sind. Ich will dann immer trösten. Und es wirken vielleicht meine Arbeiten nicht so trostspendend, aber irgendwie eigentlich schon. Also mich tröstet das immer, wenn ich so komisches Zeug lese oder sehe. Ja, es ist ja auch manchmal, man möchte ja auch, wenn man traurig ist, möchte man ja auch gerade traurige Lieder hören, die einen in dieser Traurigkeit abholen. Aber auf der anderen Seite, es ist ja auch wichtig, sich damit eben zu konfrontieren. Es ist ja nicht so, also niemand braucht ein Buch, das einem sagt, nach, es wird alles wieder gut. Manchmal wird es eben nicht gut und man braucht jemanden, der einen an die Hand nimmt und da durchführt. Das bin dann ich, Zum Beispiel? ihr Hirte. Ja, Das ist einfach von dem Allgemeinen der Betrachtung der Welt und der Umstände und dem Bewusstsein unserer Sterblichkeit, was natürlich ein ganz großer Triebfeder von Traurigkeit ist, weil es ist, wenn man sich kurz das ganze Leben anschaut und wie es enden wird, dann wird schnell mal alles so, dass man eigentlich auch im Bett bleiben könnte, oder? Sie haben ja vorhin erwähnt, dass Sie jetzt das Gefühl haben, Sie sind praktisch mit den künstlerischen Mitteln, die Sie gewählt haben, so da bei dem Maximum, was Sie erreichen können, und haben jetzt deshalb eben gesagt, okay, jetzt gehe ich mal tatsächlich in die Sache rein. Was glauben Nee. Sie, oder? Nicht ganz, nicht ganz. Also das heißt jetzt nicht, dass ich im Falle einer Wahl aufhören würde, Bücher zu schreiben. Also selbst Habeck schafft das ja noch. Und wird sogar verfilmt. Hey, es ist einfach, es braucht wie eine neue Sicht. Ich glaube, darum geht es. Oder das Gefühl, jetzt versuche ich es an anderer Stelle auch noch. Irgendwas, weil so irre lang werde ich nicht mehr leben, vielleicht.
40 Jahre, 50 Jahre. Oder wenn ich mich einfrieren lasse, noch länger. Aber irgendwie spüre ich so eine Dringlichkeit für mich, es noch mehr zu versuchen, irgendwie den Menschen zu vermitteln, woran ich glaube, selbst wenn viele Menschen das doof finden oder arrogant finden oder naiv finden. Aber man kann es ja mal anbieten. Ja. Ist das, also das ist jetzt ein interessanter Punkt, ist das so ein Wunsch, so wirklich, geht es darum, wirklich was ändern zu wollen oder alles versucht haben zu wollen? Ich glaube, ja, alles versucht haben zu wollen. Denn meistens ist es ja wirklich so, dass Änderung, gehen wir jetzt von der Gleich, fangen wir mal mit Gleichberechtigung an, Wahlrecht, Frauen, Frauen studieren und so weiter. Die Frauen, die dafür gekämpft haben, Ende des 18. Jahrhunderts oder vorher, die haben das Eintreten ihres Kampfes oder den Erfolg, meistens gar nicht mehr miterlebt. Und das ist ja bei vielen Sachen so. Also du wirst vermutlich nicht mehr miterleben, wie sich die Welt verändert oder besser wird oder schlechter, es sei denn, sie explodiert. Und dann stellt sich die Frage nicht mehr. So, ich glaube wirklich, dass es darum geht, den meisten Menschen, die etwas verändern wollen, ob ich das gut finde oder schlecht finde oder andere das gut oder schlecht finden, das will keine Belohnung. Das macht man aus sich selbst oder weil man Menschen gerne hat oder die Erde gerne hat oder Kinder oder Hunde gerne hat. Ja. Und ist es dann praktisch, weil mit so zwei Abgeordneten im EU-Parlament, das Da rockt man richtig die Sache. ja. Aber Also also es geht ja, es ist ja im Grunde genommen dann auch insofern ähnlich wie bei der Kunst. Also es geht dann darum, Impulse zu setzen in den Leuten, die sie hören wollen, oder? das geht darum, dass du ganz andere Mittel hast, um aufklären zu können. Also so zum einen, was jetzt Sonneborn, ich glaube, seit die letzten 4 Jahre war er ja allein, mehr oder weniger, und davor war er auch 5 Jahre allein. Ich finde ganz beachtlich, was er gemacht hat als One-Man-Show, was ja nicht stimmt. Er hat ein ganz tolles Team um sich, aber der hat sehr, sehr vielen Millionen Menschen irgendwie erklärt, wie die EU funktioniert und was nicht funktioniert. Und die haben Klagen gemacht und gewonnen. Und also sie haben für so eine Mini-Abordnung sehr, sehr viel erreicht, finde ich. Und wenn man jetzt zu zweit wäre und dann eben auch die Mittel hätte, die man dort hat, kann man wirklich zum Beispiel meinen Traum irgendwie, dass du regelmäßig irgendwie Kongresse und Talkshows hast und all diese Menschen mit den tollen Ideen zusammenbringst. Also ich kenne jetzt wirklich so viele durch diese Nerds-Bücher. Das zweite ist gerade in der Mache irgendwie. Ich kenne so viele tolle Ideen und wirklich fundierte Ansätze, irgendwie den ganzen Mist zu retten, dass ich denke, irgendwie, das würde ich gern sehr viel mehr Leuten zukommen lassen. Und praktisch die Idee dann, das ins EU-Parlament zu bringen, das ist eben dieses so, wir möchten dieses, also alle möglichen Mittel nutzen, erstmal den Leuten zu zeigen, wie funktioniert hier gerade, wie funktionieren die Abläufe, die uns alle betreffen und was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht diese Abläufe zu erneuern, damit dann praktisch etwas Kollektives entsteht und dieser kollektive Gedanke von, hey, da gibt es ja Möglichkeiten, wir könnten ja mal spaßeshalber versuchen, was zu ändern gemeinsam. Ja, das wäre doch ganz hübsch. Also, ich denke, also so, ich gehe da, glaube ich, mit Martin Sonneborn in vielen Punkten oder denken wir das sehr ähnlich. Also so was, keiner ist jetzt völlig abgestumpft und abgelöscht und ich glaube, er oder viele aus dieser Partei sind eigentlich auch verkappte Träumer, Weltretter, Linke, die von irgendwie von einer großen Menschenliebe getrieben sind, oder? Und das klingt jetzt alles, jetzt fange ich gleich an, einen Baum zu umarmen, ist ja furchtbar. Aber Sie verstehen, was ich meine. Also Ich verstehe sehr gut, was Sie das meinen, aber deshalb habe fände ich da ich. gleich die Anschlussfrage so, warum dann in diesem Satireformat und nicht bei, Entschuldigung, hier ist gerade ein bisschen Geräusch, ich stelle die Frage gleich nochmal. War das schon wieder der Kaffeeautomat? Hat er jetzt Ja. gerülpst? Hat er Nein, er wird aufgestoßen? bedient, er wird Er bedient. wird bedient. Wahnsinn.
wenn es doch hier wirklich um Idealisten geht und um Menschen, die was vorhaben und um Menschen, die ernsthaft sich Sorgen machen und sich bemühen, warum dann in diesem satirischen Format? Ja, weil ich habe die kennengelernt. Also das ist, ich war irgendwie mein erster Parteitag meines Lebens fand in Mainz statt, mit die Partei. Und ich habe noch nie so eine große Ansammlung von Menschen, mit denen ich mich wohlfühlen könnte, getroffen. Also es war wirklich irgendwie von, es ist ja auch ein ganz, ganz großer Querschnitt der Bevölkerung von Alter und Geschlecht und allem, was man sich vorstellen kann, Berufen. Aber ich glaube, es ist alle sind geeint ein bisschen dadurch, dass sie in irgendeiner Form ihren Platz in der Gesellschaft nicht hundertprozentig gefunden haben, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ist es dann jetzt? Sind bestimmt auch viele dabei, die irgendwie Satire geil finden oder Randale gut finden. Das habe jetzt nicht alle Tausende, Hunderttausend, Millionen kennengelernt, aber es war mein Gefühl irgendwie, wenn schon eine Partei, was ich nie erwogen hätte, dann wäre es hier, weil ich wüsste nicht, wo sonst. Aber das liegt dann primär an den Menschen, die Ihnen dort begegnet sind. Ja. Ist es nicht in gewisser Form eine Kapitulation, wenn man dann sagt, okay, gut, ich gehöre hier irgendwie nicht richtig dazwischen, deshalb betrachte ich es mit Humor? Ich glaube nicht, das ist also so wie, da Es ist ist eine. auch wieder eine Parallele, also so wie meine Arbeiten, die Stücke und Bücher ja auch immer sehr lustig sind, Ja. ist das, glaube ich, ein probates Mittel, irgendwie Verzweiflung zu überlagern. Ja, und es lädt ja auch zum Perspektivwechsel ein, ne? Ich glaube, und es machen wir uns nichts vor, das sind wir wieder beim großen Thema der Sterblichkeit. Also alle Ernsthaftigkeit wird ja gebrochen durch den Umstand, dass wir sterben. Also das verleiht ja unserem Rumgehampel irgendwie eine ganz putzige Note. Also das, wie wir uns wichtig nehmen und wie wir eigentlich alle aus uns raus die Welt erschaffen. Es ist ja so, dass alles, was sie um sich sehen, was sie denken und fühlen, ja nur durch ihren Blick entsteht. Und wenn wir weg sind, denkt man ja, die ganze Welt müsste verschwinden. Das tut die aber gar nicht. Und das ist ja irgendwie tragisch und lustig eigentlich. Ja, aber wenn man schon mal da ist, dann kann man ja dabei wenigstens Spaß haben und dabei versuchen, anderen im besten Falle nicht weh und im noch besseren Falle sogar was Gutes zu tun, oder? Wie werden wir eine gute Gesellschaft? Letzte Frage. Ganz kleine, ganz einfache Frage beantwortet sich praktisch in 10 Sekunden. Es ist relativ einfach, mich wählen und ich sorge dann für den Rest. Viel Erfolg dabei, viel Erfolg beim Retten der Welt, Sibylle Berg, und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.